Ja, guten Morgen. Ich denke, wir legen los, meine Damen und Herren. Im Namen von Picard Angst freue ich mich, Sie heute zu diesem Webinar begrüßen zu dürfen. Und vor allem freut es mich, dass sich so viele Interessierte angemeldet haben. Die tröpfeln jetzt nach und nach auch hier im Webinar ein. Und das bestätigt mir auch, dass das Thema aktuell und wichtig ist. Und wir haben in dieser Woche auch, oder in dieser Stunde, leider haben wir keine Woche Zeit, in dieser Stunde einiges geplant, um Ihnen das Thema Lebensmittelkosten etwas näher zu bringen. Vielleicht zuerst zwei Worte zu mir. Mein Name ist Dario Pelosi, ich bin Wirtschaftsredaktor bei Schweizer Radio SRF und beschäftige mich da unter anderem mit Rohstoffen, eben auch Agrarrohstoffen. Und vor ein paar Monaten bin ich, ja, wie könnte es anders sein, an einem virtuellen Anlass rund um Versorgungsfragen über diese Preisberechnungen von True Cost of Food gestolpert. Und ich war ehrlich gesagt anfänglich ziemlich irritiert. Fand es aber durchaus spannend und ich habe mir dann die Masterarbeit von Alessa Perotti zu Gemüte geführt. Sie werden sie ja später in dieser Stunde noch kennenlernen. Und das Thema habe ich dann auch für die Wirtschaftssendung Trend von Schweizer Radio aufbereitet und seitdem begleitet mich das Thema bis eben jetzt hierher zu Ihnen in dieses Webinar und ich werde Sie also durch diese Stunde begleiten. Vielleicht noch ein Punkt, quasi eine Disclosure. Als Wirtschaftsredaktor bin ich natürlich in keinem Unternehmen investiert, komplett unabhängig. Das vielleicht auch im Hinblick darauf, wenn wir über Unternehmen reden oder über Anlagefragen diskutieren. Legen wir also los. Wir haben drei Inputs für Sie vorbereitet. Einerseits Dr. Martin Sonneveld und Alessa Perotti. Sie werden Ihnen zuerst diese Berechnungen und Erkenntnisse rund um die True Cost of Food näherbringen. Und dann wird Elad Benam, unser heutiger Gastgeber, erläutern, welche Folgen diese Kostenverschiebungen auf die Foodindustrie und auf Investorinnen und Investoren haben können und warum das nicht zwingend nur einfach Probleme sind, sondern auch Chancen mit sich bringen können. Und im Anschluss bleibt dann auch Zeit, um der Referentin und den Referenten Fragen zu stellen. Sie können Ihre Fragen, Sie sehen es oben rechts in den Chat schreiben. Ganz dringende Verständnisfragen sollten diese auftauchen, die versuchen wir natürlich zwischendurch zu klären. Legen wir los. Martin Sonneveld, er kann sich tatsächlich nicht mehr erinnern, wann er das erste Mal mit der Frage der Warenkosten für Lebensmittel sich auseinandergesetzt hat. Aber die Frage, die externen Faktoren bei der Produktion von Lebensmitteln, wie man die integrieren kann, diese Frage beschäftigt ihn schon länger. Dr. Martin Sonneveld ist Geschäftsführer des World Food Systems Centers der ETH und er sagt, True Cost of Food, das könnte ein Weg sein, bei dieser Frage der externen Kosten weiterzukommen. Bitte, Martin, the floor is yours. Herzlichen Dank, Dario. Herzlichen Dank, Herr Benham, für die Einladung. Ich bin gerne hier diese Stunde. Leider keine Woche, ist aber auch gut, dass nicht eine Woche dauert, Dario. Ich möchte Sie auf eine kleine Zeitreise mitnehmen, um etwas einzuordnen, warum True Cost of Food ein interessantes Konzept sein könnte, um die Diskussion rund um die Ernährungssysteme, deren positiven und negativen Externalitäten etwas besser zu verstehen. Gehen wir rund 10.000 bis 12.000 Jahre zurück. Das ist eine Übersicht hier über verschiedene ganz grobe Zeiträume der Entwicklung von Ernährungssystemen. Es gibt diese Begriffe Revolution, das ist immer so ein bisschen ein schwieriger Begriff für einen Wissenschaftler von Revolution zu sprechen. Das kann man ja auch erst beurteilen, wenn man zurückschaut, ob wir uns jetzt wirklich in einer Zeit einer Revolution befinden oder nicht, ob True Cost of Food ein Element ist, das dann diese Revolution auch anspornt, das sehen wir dann. Aber eben, 10.000 bis 12.000 Jahre zurück, Klima war damals ein treibender Faktor, um sesshaft zu werden. Sesshaft wurde man, weil man auch angefangen hat, Landwirtschaft zu betreiben, den Pflug erfunden hat, die Produktion vereinfachen konnte durch einfache technologische Hilfsmittel. Man war dann auch in der Lage, das erste Mal quasi Überschüsse zu produzieren und in der Lage auch Lager anzulegen. Erste ganz einfache Lager in Hütten und so weiter. Natürlich noch nicht so weit, wie wir das haben. Aber das waren Grundbedingungen dafür, dass der Handel anfing. Das ist quasi wieder der Startpunkt für das erste globale oder vielleicht
noch sehr regionale Ernährungssysteme. Wenn wir dann weiterfliegen und wir fliegen wirklich schnell in die industrielle Revolution hinein, nehmen wir die Innovation als treibende Kraft. Spezialisierung, der Einsatz von Düngermitteln, die Spezialisierung auf Monokulturen. Sie sehen hier ein paar Bilder von Pferdefuhrwerken, Traktoren, Technologie, die hier die technologische Entwicklung, die hier dann ermöglicht hat, aus regionalen, für sich isolierten Ernährungssystemen in ein globales System reinzukommen. Und vielleicht nochmals, und die Abstände, die Zeitabstände werden jetzt wirklich kürzer, das sind jetzt nur noch rund 50 bis 60 Jahre, die grüne Revolution als ein wichtiger Meilenstein auch in der globalen Entwicklung der Ernährungssysteme. Durch verbesserte Sorten der Hauptanbaufrüchte, der Hauptkulturen, war die Gesellschaft global in der Lage, große Teile auch Asiens aus der direkten Bedrohung bezüglich Hunger, aus der Armut heraus zu katapultieren, eine Intensivierung der Produktion. Technologietransfer, Wissenstransfer sind hier die Schlüsselelemente. Und da kommen wir genau auch vermutlich auf den Schlüssel um True Cost of Food. All das kommt nie ohne Preis. Die hohen Umweltkosten, die hohen negativen Externalitäten, das war quasi die Rückseite der Medaille dieser eindrücklichen Entwicklung in der grünen Revolution. Und das führt natürlich dann auch dazu, zu dem Punkt, wo wir heute stehen. Wenn wir uns schematisch etwas betrachten wollen, was sind die Triebkräfte und die großen Herausforderungen der globalen Ernährungssysteme? Das ist eine Grafik von der FAO, also der UN Lebensmittel- und Agrarorganisation. Sehen wir hier ganz unterschiedliche Elemente, umweltbezogene Elemente wie Klimawandel, Ressourcenknappheit. Wir haben das Thema Boden. Rund ein Drittel der Böden sind nachhaltig geschädigt, degradiert. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Konsumentinnen und Konsumentenverhalten, die sich entwickeln, die sich verändern. Das Thema Ernährung und Gesundheit, ein global Top-Trend-Thema. Das aber, wenn wir es dann global betrachten, auch ganz unterschiedliche Akzentuierungen hat. Wir sprechen dabei von der Triple Burden of Malnutrition. Wir haben rund 800 Millionen Leute, die wirklich effektiv zu wenig Kalorien haben. Rund 2 Milliarden Menschen, die unter Mangel- und Fehlernährung leiden. Das ist Eisenmangel, Vitaminmangel, Mikronährstoffe, die nicht in der adäquaten Form zur Verfügung stehen und ziemlich starke Gesundheitsfolgen haben. Und wir haben dann nochmals rund 1 Milliarde Menschen, die quasi, wenn wir es plakativ wollen, einfach zu viel essen, sich dahingehend auch falsch ernähren. Und das führt zu großen gesundheitlichen Kosten auch in weiten Teilen der Welt. Und das ist nicht nur auf den globalen Norden quasi konzentriert, sondern das sind Phänomene, die wir global kennen, diese Übergewichte. Auf der anderen Seite, wenn Sie links der Grafik etwas noch schauen, demografische Elemente, demografische Trends, bis 2050 wird 2/3 der Bevölkerung global in Städten leben, in Städten sich ernähren müssen. Dieser Link zwischen der urbanen, diesen Megacities, den urbanen Räumen und den ruralen Gebieten, das ist ein ganz wichtiges Spannungsfeld, ein wichtiges geografisches Fokusthema in den kommenden Jahren, weil heute noch rund 80% der Nahrung in den Städten aus inländischer Versorgung stattfindet. Also dieser Urban-Rural Linkage, dieser Nexus, das wird sehr entscheidend sein, wenn wir dann uns auch überlegen, was machen wir mit den Nährstoffkreisläufen? Also wir brauchen Nährstoffe, um Nahrungsmittel zu produzieren. Die Nahrungsmittel fallen dann zum Teil auch als Waste, Human Waste oder halt auch als Überschüsse organische Abfälle an. Und wie gelingt es, diese Nährstoffe auch wieder zurück in die Hinterländer hineinzubringen? Das sind ganz entscheidende
Fragen, die sich die Stadtplaner global stellen müssen. Da hilft natürlich dieser technologische Wandel, da helfen Innovationen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Düngemittel aus menschlichem Urin, den wir jetzt auch im Projekt Andretti ja schon getestet haben. Und da geht es dann nicht mehr nur um, wie funktioniert der Nährstoff in der Pflanze, sondern es ist dann auch sehr stark die Frage, ja, akzeptieren wir das? Wollen wir das als Konsumentinnen und als Konsumenten? Wollen wir das als Produzentinnen und Produzenten? Also diese Akteursperspektive in Ernährungssystemen, das ist für mich ein großes Thema in der Zukunft. Und da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte auch wieder zu diesem Konzept des True Cost of Food. Erlauben Sie mir noch eine konzeptionelle Folie. Ich weiß, Wissenschaftler sind manchmal ein bisschen erpicht auf diese Dinge, aber es hilft uns, gewisse Dinge etwas einzuordnen. Das Spannende an Ernährungssystemen ist ja die Komplexität. Aus einer wissenschaftlichen Perspektive ist das nichts spannender als diese verschiedenen Zusammenhänge, diese Synergien, aber auch die vielen Trade-offs. Und beim Begriff Trade-off ist True Cost ein interessanter Ansatz. Wir gehen in den orangen Balken in der Mitte. Das ist quasi die klassische Wertschöpfungskette in der Land- und Ernährungswirtschaft. Produktion, Verarbeitung, Distribution und dann der Konsum, der im Haushalt oder in der Mensa oder im Restaurant, jetzt wo all das wieder möglich ist, stattfindet. Mir fehlt ein ganz wichtiges Element am Schluss, und das ist die Gesundheit. Das ist ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist, wenn wir dann auch die Vorteile von True Cost uns ansehen. Weil das ist eine Dimension, ein Impact-Feld, eine Impact-Area, die wird Alessa dann später noch etwas genauer definieren, die einen wichtigen Beitrag leistet. Das Element, was macht die Ernährung auf unsere Gesundheit? Wo können wir uns gesundheitsfördernd ernähren? Und was sind vielleicht auch Produkte, die wir etwas weniger stark konsumieren müssen? Aus diesem orangen Balken, dieser Wertschöpfungskette, gibt es ganz unterschiedliche Flüsse. Es braucht Arbeit, Wissen, Technologie, es braucht soziale Netzwerke, es braucht Maschinen, Infrastruktur, Energie, die richtigen Finanzinstrumente, um den Motor Landwirtschaft im Laufen zu halten. Dieser Motor hat aber auch Benefits und vielleicht auch ein, zwei Abgase, also etwas eher die negativen Kehrseiten der Produktion. Zum einen ist die Landwirtschaft immer noch ein wichtiger Stütze der Gesellschaft global. Löhne, Einkommen aus der Landwirtschaft ist immer noch eine grundsätzlich wichtige Lebensgrundlage für die Bevölkerung weltweit. Da stellt sich die Frage, was sind die Arbeitsbedingungen, Arbeitssicherheit, auch bezüglich Hilfsstoffeinsatz, Düngermitteleinsatz, Pestizideinsatz und so weiter. Die Frage, wer hat wie viel Zugang, die Stellung der Frau, Zugang zu Land, Sicherheit von Ressourcen, die ökonomischen und auch rechtliche Sicherheit von den verschiedenen Foodsystemakteuren. Das sind ganz wichtige Elemente. Und da denke ich nicht nur an den globalen Süden, sondern es geht auch darum, wie ist eine Landwirtin, die Frau eines Landwirts in der Schweiz, sozial abgesichert. Auch dort gibt es noch relativ große Lücken. Eine Scheidung in einem landwirtschaftlichen Betrieb ist nicht nur für die Familie eine schwierige Sache, sondern hat auch ganz, ganz gravierende Folgen auf die Ökonomie, vor allem auf die Ökonomie der Bäuerin, der Person, die jahrelang im Betrieb mitgearbeitet hat, aber es gibt noch keine genügenden rechtlichen Rahmen, um das dann auch abzusichern. Auf der anderen Seite, wenn wir die umweltbezogene Sicht noch etwas einnehmen wollen, der Anbau von Landwirtschaft führt dazu, dass wir Biomasse produzieren, die wir in unterschiedlicher Form verwenden können. Wenn wir Landwirtschaft klug machen, können wir Bestäubung fördern, wir können auch Krankheitsmanagement vorantreiben.
das Nährstoffzyklen, also die Nährstoffkreisläufe besser zu verstehen. Das sind ganz wichtige Elemente, die wir in einer naturnahen Produktion auch besser verstehen und besser zum Nutzen der langfristigen Produktionssicherung einsetzen können. Auf der anderen Seite natürlich landwirtschaftliche Produktion verursacht Emissionen, verursacht Verschmutzungen. Das sind ja Themen, die wir jetzt auch in den letzten Wochen in der Schweiz relativ intensiv diskutiert haben. Diese Slide ganz kurz zusammengefasst. Landwirtschaft findet in einem Rahmen in einer biophysikalischen Struktur statt, ist immer auch abhängig von den gegebenen Umweltzuständen, ist eingebettet in ein politisches, kulturelles, soziales, institutionelles Rahmenwerk und beeinflusst ganz verschiedene Bereiche. Lebensgrundlagen, Biodiversität, Umweltwirkungen, Umweltauswirkungen, Umweltbelastungen, Tierwohl ist ein wichtiges Element. Die Ökonomie auf Stufe Betrieb, der Landwirtschaft, aber auch entlang der ganzen Wertschöpfungskette und wie schon gesagt, die menschliche Gesundheit. Dies sind Impact-Faktoren, Impact-Bereiche, auf die dann Alissa auch noch etwas detaillierter zukommen will. Zum Abschluss möchte ich die Reise noch etwas fortsetzen. Wir sind ja bei der Grünen Revolution, haben wir einen Zwischenhalt gemacht als quasi Beispiel dafür, dass das Ernährungssystem in eine Richtung gegangen ist, wo wir sehr, sehr starke Umweltbelastungen gehabt haben. Wenn wir jetzt auf das nächste Slide gehen, dann sehen wir, nochmals einen Slide weiter, bitte, Elad, sehen wir, dass wir vermutlich irgendwo in der digitalen Revolution oder schon wieder draußen sind. Da sind Themen wie Ressourceneffizienz, Profitabilität der Produktion, aber auch Produktqualität und Transparenz ganz, ganz wichtig. Wie können wir den Umweltabdruck der Ernährungssysteme reduzieren? Wie können wir die Warenkosten besser messen? Dazu brauchen wir ganz viele Daten, wir brauchen viele Indikatoren, wir müssen das Richtige messen. Wir müssen zuerst uns klar werden, was ist das Richtige, aber dann auch die Frage stellen, okay, wie können wir es dann messen? Und das geht Hand in Hand mit dem Wunsch, die Qualität der Produkte zu verbessern, deren Impact auf die menschliche Gesundheit, aber auch auf die Umweltqualität zu reduzieren und da auch die am Schluss das landwirtschaftliche Land effizienter oder effizienter zu nutzen. Zu nutzen, indem wir Hilfsstoffe viel konzentrierter, klarer einsetzen. Und True Cost of Food kann uns helfen, die richtigen Bereiche zu identifizieren, wo wir Handlungsspielraum haben, wo wir ansetzen müssen. Ist es mehr auf der Umweltseite, ist es mehr in den sozialen Aspekten, ist es mehr beim Tierwohl? Das ist das eine, die Identifikation der richtigen Elemente. Zum anderen aber geht es sehr stark auch darum, die Trade-offs zwischen diesen verschiedenen Impact-Areas, diesen Areas, wo wir negative Effekte haben, die wir reduzieren möchten, oder positive Effekte aus der Nahrungsmittelproduktion, die wir stärken möchten. Wie können wir diese Trade-offs ausbalancieren? Wo können wir verhindern, dass wir übermäßig hohe Kosten haben für die Produktion von Nahrungsmitteln, die wir sowieso brauchen und die eine steigende Weltbevölkerung auch braucht. Ich hoffe, damit einen kurzen Einblick gegeben zu haben. Alessa wird jetzt viel konkreter Ihnen aufzeigen, was dann gemessen werden kann mit dem True Cost Ansatz. Bis dahin, herzlichen Dank. Danke, Martin. Vielleicht nochmal den Blick auf diese Matrix. Die ist ja relativ komplex und vielleicht eine kurze Nachfrage. Es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, hohe Kosten. Verschiedene Leute, die in der Pflicht sind, die Konsumierende, die Politik, die Unternehmen. Gibt es da Ansätze, dass man verhindern kann, dass sich die verschiedenen Stakeholders nicht gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben? Das geschieht ja schon lang. Also wenn man den Retail fragt, sagen die, ja, wir bieten das an, was die Konsumenten sagen. Die Konsumenten, wenn sie als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler unterwegs sind, stimmen sie relativ grün ab. Im Laden ist es dann das Verhalten oft etwas weniger grün.
Das geschieht. Und ich glaube, True Cost kann helfen, quasi zu identifizieren, wo sind Handlungsräume und wo sind dann vielleicht auch die Low-Hanging Fruits auf welcher Stufe für wen. Weil wir alle, all diese Akteurinnen und Akteure, die Sie genannt haben, die spielen eine Rolle. Es kann für Unternehmen sehr spannend sein, mit einem True-Cost-Ansatz quasi eine Auslegungsordnung zu machen. Wo stehen wir mit unseren Produkten? Und wo sind jetzt die unmittelbaren Handlungsoptionen? Und man kann das dann auch als Tool verwenden, ein Monitoring zu machen. Wo stehen wir nach einem Jahr? Welche Wirkung hatte die Maßnahme, die wir gewählt haben? Wenn es zum Beispiel negative Umwelteffekte geht, Reduktion von Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, kann man in einem, zwei, drei Jahren dann anfangen, diese Effekte zu messen. Man kann aber auch die Umweltwirkungen in Relation zu zum Beispiel sozialen Standards rechnen, Kinderarbeitsreduktion. Und man hat da über diesen True-Cost-Ansatz dann wie eine monetarisierte Vergleichbarkeit von Dingen, die man eigentlich nicht vergleichen kann. Und für auf Konsumentenseite ganz ähnlich, oder? Wenn wir zu Hause etwas aufmerksamer sind bezüglich Waste und wir die wahren Kosten von Produkten kennen, kennen wir auch die Kosten, die in unserem Müll landen. Und vielleicht hilft es über eine Monetarisierung, hier einen Schritt zu machen, weil nur über Campaigning und quasi versuchen, die Awareness zu steigern der Konsumentinnen, das hat bis jetzt noch nicht so viel gewirkt. Und auf Stufe Politik hilft der True-Cost-Ansatz auch wieder Prioritäten zu setzen und vielleicht auch die Höhen von Subventionen besser und genauer zu definieren. Beziehungsweise es hilft auch zu entscheiden, wie gehen wir mit dem Trade-off um, dass Tiere in der Schweizer Landwirtschaft ein wichtiges Element sind, die einzigen sind, die Grasland verwerten können, aber negative Umwelteffekte haben. Und so kann man das etwas versuchen, quantifiziert etwas auszubalancieren. Damit sind wir schon mitten im Schweizer Thema. Wir hatten den globalen Blick, jetzt zoomen wir auf die Schweiz und da treffen wir eben auf Alessa Perotti. Sie interessiert sich übrigens seit langem für dieses Ernährungssystem, hat sie auch schon ihre Matura und ihre Bachelorarbeit diesen Teilbereichen von diesem System gewidmet. Und jetzt eben für die Masterarbeit an der ETH hat sie das True Cost of Food Modell auf die Schweiz übertragen und man darf das sagen, ihre Berechnungen, die haben ziemlich große Wellen geschlagen. Einerseits bei Ökonominnen, anderen Interessierten, aber auch bei den Bauernverbänden. Und die Leute, die fanden diese Erkenntnisse nicht einfach nur einfach blöd, sondern durchaus spannend. Bitte, Alessa. Ja, guten Morgen allerseits. Danke, Dario. Auch meinerseits danke für die Einladung an diesen Event heute. Ich werde also kurz meine Masterarbeit vorstellen, also ein konkretes Beispiel dafür, wie man die Warenkosten eines Systems setzen kann. Ich habe diese letztes Jahr geschrieben unter Begleitung von Martin, den ihr gerade gehört habt, und Johann Six. Und bevor wir in die Arbeit reingehen, möchte ich noch kurz sagen, was meinen wir eigentlich mit die Warenkosten eines Produktes oder eines Systems? Und das ist der Unterschied zwischen dem, was wir wirklich zahlen für diese Produkte, also was wir im Laden ausgeben, und allen zusätzlichen Kosten, welche von der Produktion und dem Konsum des Produktes verursacht werden. Also was wir zahlen plus zusätzliche Kosten, welche auch Externalitäten genannt werden. Und ich werde jetzt auch meistens Externalitäten sagen. Das zusammen ergeben die Warenkosten eines Produktes. Und das ist einfach sehr wichtig zu verstehen, um wie wir ein nachhaltiges Ernährungssystem aufbauen können. Gerne die erste Slide. Super, vielen Dank. Genau. Und wieso habe ich also meine Arbeit über dieses Thema geschrieben? Heute haben wir eigentlich noch keine Methoden oder allgemein anerkannte Ansätze, wie man die Warenkosten eines Systems oder eines Produktes berechnet. Wir haben Ansätze, um einzelne Teilbereiche zu quantifizieren, meistens aber noch nicht monetarisiert. Und der Fokus ist vor allem auf Umweltthematiken, wobei natürlich das Ernährungssystem
nicht nur Umwelteinflüsse verursacht, wobei diese schon sehr wichtig sind. Was fehlt, ist eine holistischere Methode, die wirklich alle Einflüsse des Systems nimmt und wirklich sagt, was müssen wir messen, wie messen wir es, und dass eine internationale oder nationale Einigkeit darüber, auch von den verschiedenen Stakeholdern des Ernährungssystems, wie man das misst, wie man das in Geld umrechnet und das dann als Basis zu brauchen für die Transformation des Ernährungssystems. Die Masterarbeit ist also ein erster Versuch, das mal für die Schweiz zu machen. Und allgemein, vielleicht noch als Information, im internationalen Kontext ist dies auch ein immer wichtiger werdendes Thema, und man geht auch davon aus, dass es am Food System Summit dieses Jahr findet von der UN ein Food System Summit statt, also wie ein Klimagipfel, aber einfach für das Ernährungssystem. Auch dort geht man davon aus, dass True Cost of Food eines der wichtigeren Themen werden wird, und genau da ist man sich einig, dass man eine Einigkeit braucht darüber, wie man das Ganze angeht. In meiner Arbeit habe ich drei Hauptschritte gemacht. Ich habe zuerst definiert, wo sind denn die Wirkungsbereiche des Systems? Wie kann man das messen, was innerhalb dieser Systeme dann passiert? Jetzt habe ich gerade kurz den Bildschirm verloren. Und danach habe ich das angewendet sowohl auf das nationale Schweizer System als auch auf ausgewählte Produkte, die in der Schweiz häufig konsumiert werden. Zuerst also die Definition der Wirkungsbereiche des Systems. Ich habe hier sechs Wirkungsbereiche definiert. Das ist die Biodiversität, die Umwelt, Tierwohl, die Wirtschaft, unsere Gesundheit und Soziales, also Livelihoods sind die sozialen Bedingungen entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Um wirklich zu sagen, das Ernährungssystem ist wichtig für alle diese Bereiche und hat dort positive und negative Einflüsse, die nicht in Preisen reflektiert werden. Vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, dass die Arbeit vor allem auf negative Einflüsse, negative Externalitäten fokussiert ist, da diese so wichtig sind jetzt, wenn wir nachhaltige Entwicklung erreichen möchten. Für Biodiversität wäre also ein Beispiel zum Beispiel Abholzung, für Umwelt Treibhausgasemissionen, für Tierwohl, wie viele Jahre die Tiere gelitten haben, wobei das etwas schwieriger ist zu messen. Für die Wirtschaft, wie viel Geld geben wir als Bürger für Steuern aus, welche dann unnachhaltige Produktionsweisen subventionieren. Für Gesundheit kann man zum Beispiel berechnen, wie viel der nicht übertragbaren Krankheiten, also NCD steht für nicht übertragbare Krankheiten, das ist Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes zum Beispiel, wie viele davon auf unsere Diät zurückzuführen sind. Und für Livelihood, also für das Soziale zum Beispiel, wie viele Arbeiter arbeiten unbezahlt oder unterbezahlt oder nicht genügend versichert. Das sind alles soziale Externalitäten. Es sind also sechs große Wirkungsbereiche, und den nächsten Schritt, den ich da gemacht habe, ist wirklich zu mal sammeln, wie kann man die Einflüsse innerhalb dieser Wirkungsbereiche messen. Und da habe ich über 100 Externalitäten gesammelt und 28 davon priorisiert. Das sind diese 28, welche Sie hier sehen. Die Farben sind die gleichen wie zuvor. Wir beginnen also mit Umwelt, Biodiversität, Livelihoods, Gesundheit etc. Und diese Priorisierung war basierend auf Wichtigkeit, aber auch auf Daten für Verfügbarkeit und Relevanz im Schweizer Kontext. Ich erinnere Sie nochmal daran, das ist ein erster Versuch, so eine Methode vorzuschlagen, und das wird sich sicher noch ändern, aber viele der allerwichtigsten Externalitäten, wie zum Beispiel Wasserverbrauch oder Greenhouse Gas Emissions, also Treibhausgasemissionen, Abholzung, eben unbezahlte Arbeit, die sind hier alle drin. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das dann auch international weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall habe ich diese 28 mal priorisiert und versucht dann basierend auf diesen die Kosten für das Schweizer System und für 8 einzelne Produkte zu berechnen. Und ein Zwischenschritt, welcher jetzt hier nicht aufgezeigt ist, ist die von den Externalitäten auf die Monetarisierung zu kommen. Und es gibt
in den Niederlanden eine Stiftung, welche Monetarisierungsfaktoren definiert hat, welche global anwendbar sind. Ich habe diese verwendet, also ich habe jetzt zum Beispiel CO2-Emissionen multipliziert mit diesen Monetarisierungsfaktoren für CO2-Emissionen und so kommt man dann auf den monetaren Wert. Die Arbeit ist auch online verfügbar für alle, die da gerne detaillierter verstehen würden. Auf jeden Fall auf das nationale System angewendet, was Sie hier sehen, ist auf der linken Seite, was wir gegenwärtig für Ernährungsmittel ausgeben, also ungefähr 37 Milliarden Franken. Und dann auf der rechten Seite die 70 Milliarden Franken, die Warenkosten des Schweizer Ernährungssystems. Das System kostet uns also etwa doppelt so viel, wie wir ausgeben. Und dazwischen sehen Sie die verschiedenen Wirkungsbereiche und wie viele der Kosten wo dort verursacht werden. Und da können Sie sehen, dass zum Beispiel gerade Gesundheitskosten in Bezug auf unsere Ernährung sehr hoch sind, aber auch Biodiversitätskosten. Und Sie können auch sehen, dass zum Beispiel die sozialen Externalitäten, dort steht ein Fragezeichen, weil dort ist einfach die Datenlage noch sehr schlecht und man ist sich auch noch nicht so einig, wie man das misst, wird aber wahrscheinlich auch in einer zukünftigen Berechnung einiges höher sein. Und allgemein ist es sehr wichtig, das ist wahrscheinlich eine Minimalschätzung. Ich habe wirklich relativ konservativ bin ich an das Ganze angegangen und es gibt extrem viele Externalitäten, wo ich eben die Daten nicht hatte oder die ich halt auch nicht priorisiert habe. Und ja, also wir können davon ausgehen, dass das erste Minimalschätzung ist, dass das System halt wirklich nicht nachhaltig ist. Das wussten wir aber eigentlich auch schon. Und deshalb ist es dann auch wichtig zu verstehen, was heißt denn das auch auf Produktebene? Welche Produkte sind es, die diese Kosten verursachen? Wovon sollten wir vielleicht weniger produzieren und weniger konsumieren? Und deshalb habe ich dann das auch noch auf 8 Einzelprodukte angewendet. Auf der nächsten Folie sieht man die Resultate dazu. Was Sie hier sehen, sind in diesem Blau-Grau, was wir gegenwärtig ausgeben für diese Produkte. Und das ist pro 100 Kilokalorien für Produkte, die konventionell in der Schweiz hergestellt worden sind. Das basiert also einfach auf einem Datenset. Und natürlich müsste man das dann noch ganz für ganz viele andere Produktionsarten machen. Aber das repräsentiert Schweizer Durchschnitt konventionelle Produktion. Und in den anderen Farben sehen Sie dann die relevanten Kosten für Biodiversität, Umwelt und Gesundheit. Für die anderen Externalitäten ist es noch nicht möglich, auf Produktebene zu quantifizieren. Aber was sehr spannend ist, ist, dass gerade Apfel und Karotten eigentlich etwas billiger sein müssten. Und zwar, weil wir zu wenig Früchte und Gemüse konsumieren. Das heißt, wir könnten Gesundheitskosten vermeiden, wenn wir mehr diese Produkte konsumieren würden. Und hingegen die tierischen Produkte, die haben am meisten Externalitäten, insbesondere rotes Fleisch. Sie sehen auf der rechten Seite Rindfleisch, konventionell produziert. Und da ja, lässt sich eigentlich oder zeigt sich schon, dass die externen Kosten im Schweizer System wahrscheinlich zum Teil durch unseren hohen Konsum von gerade Fleisch und rotem Fleisch abstammen. Und zum Beispiel der Durchschnittsschweizer, der isst dreimal so viel Fleisch wert, wie von unserer eigenen Ernährungspyramide empfohlen. Aber eben, wie gesagt, sehr wichtig, da bräuchte es natürlich mehr Daten. Das ist auch eine erste Schätzung. Es wäre sehr spannend, das auf andere Produktionsarten anzuwenden. Die Daten verändern sich auch, wenn man zum Beispiel zirkuläre Ernährungs- oder Produktionssysteme anschaut. Und natürlich müsste man auch noch ganz viele andere Produkte berechnen. Aber was heißt jetzt das alles? Was war also die Schlussfolgerung meiner Masterarbeit? Die Arbeit sagt eigentlich, dass es ganz klar, wenn wir ein nachhaltiges Ernährungssystem und nachhaltige Entwicklung möchten, dann müssen wir die externen Kosten des Systems, des Ernährungssystems reduzieren. Und ein großer, also etwas sehr vielversprechendes und eine große Chance ist wirklich zu gemeinsam so einen Ansatz zu definieren und dann basierend auf dem wirklich konkrete Reduktionsziele, also eigentlich wie in der Klimadiskussion und dann aber auch besser funktionierende oder besser zusammenpassende
Ernährungspolitik aufzubauen, nicht nur Agrarpolitik, sondern auch Ernährungspolitik. Und natürlich nicht zuletzt, wenn man alles oder wenn man dieses Wissen hat, ist das auch etwas, das sehr einfach für zu konsumieren, zu kommunizieren ist gegenüber von Konsumenten. Und meiner Meinung nach ist es wirklich so eine riesige Chance, um ein System aufzubauen, wo nachhaltige Entscheidungen nicht mehr die Ausnahme sind oder mehr Kosten, sondern die Norm werden entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Das ist alles von meiner Seite. Dario? Danke, Alessa. Ganz kurz eine Frage, die sich natürlich stellt. Also doppelt so hohe Kosten für die Gewinnung von Lebensmitteln, für die Produktion, massiv höhere Preise für tierische Produkte. Woher kam der größte Widerstand, dem Sie begegnet sind, nachdem Sie diese Geschichte publiziert haben, die Masterarbeit publiziert haben? Ja, der größte Widerstand ist wahrscheinlich schon von den Produzenten, weil diese dann natürlich Angst haben, dass sie irgendwie mehr für ihre Inputs zahlen müssen oder irgendwie dann besteuert werden. Aber was ganz, ganz wichtig ist bei diesem Ansatz, ist, der Ansatz sagt nicht, plötzlich sind Lebensmittel doppelt so teuer, sondern der Ansatz zeigt, Rind ist schon doppelt so teuer. Das ist der Krux. Und wenn wir nachhaltige Entwicklung erreichen möchten, müssen wir einen Weg finden, wie wir entweder diese externen Kosten reduzieren, und dafür gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, und welche, diejenigen, die nicht reduziert werden können, die müssen wir irgendwie internalisieren. Aber eigentlich kommen wir, wenn wir das richtig anwenden, zu einem System, welches gesamthaft weniger kostet. Und es gibt eine gewisse Kostenumverteilung und da muss man schauen, wie das machen muss. Und natürlich, das ist kompliziert, aber eigentlich kommen wir in ein Win-Win. Das ist wirklich eine Chance und nicht ein Problem eigentlich. Dann sind wir mitten in der Kostenfrage. Unser Gastgeber, Elad Benam, der hat sich als Investor schon intensiv mit dem Thema externer Kosten im Bereich von Agrarprodukten beschäftigt und er sucht innovative Lösungsansätze. Elad Benam ist der Portfolio-Manager des Food Revolution Fonds von Picard Angst. Und er will Ihnen nun aufzeigen, was diese Erkenntnisse für die Nahrungsmittelindustrie und für Investorinnen und Investoren bedeuten. Bitte, Elad. Danke, Dario. Ich möchte, wie du schon erwähnt hast, möchte ich eigentlich noch einen Schritt weitergehen, nachdem wir das True Cost Food-Konzept kennengelernt haben, möchte ich eigentlich vor allem darauf eingehen, was bedeutet das eigentlich für die Food-Industrie, wenn wir weitergehen und eben diese externen Kosten anfangen zu internalisieren, was bedeutet das für die großen Spieler in dieser Industrie, was bedeutet es aber auch für Anleger, welche Opportunitäten ergeben sich daraus. Wenn wir aber hier ins Thema reingehen, mal einen Schritt zurückgehen und Diskussion mal aus einer rein ökonomisch-theoretischen Perspektive anschauen, wir haben hier klassische Angebots- und Nachfragekurve mit dem Marktpreis und der Marktmenge als Schnittpunkt dieser beiden Kurven. Wenn wir eben von externen Kosten sprechen, dann sprechen wir eigentlich von einem Marktversagen, also eigentlich eine Situation, in der eben die tatsächlichen Kosten eines Produktes nicht richtig dargestellt werden, sondern eben nur die privaten Kosten, nicht aber die sozialen Kosten. Und wenn wir jetzt eben hingehen und diese externen Kosten adressieren, gewisse Maßnahmen haben ja schon Alessa und Martin auch schon angesprochen, dann machen wir ökonomisch gesehen eigentlich nichts anderes als eigentlich eine Linksverschiebung dieser Angebotskurve mit dem Ergebnis eben, dass wir ein neues Marktgleichgewicht haben mit einem neuen Preisoptimum, einem neuen Mengenoptimum, also höhere Preise und geringere Mengen. Und zu dieser theoretischen Betrachtung gibt es auch genügend Beispiele, die eben aufzeigen, wie das auch in der Praxis teilweise ausgesehen hat. Wenn wir beispielsweise den Zigarettenmarkt anschauen, hier in den USA zwischen 1970 und 2008, wir sehen hier die blaue Linie, das ist die konsumierte Zigarettenmenge in Millionen Packungen in den USA, und die orange Linie, das ist der Preis pro Packung. Und hier sieht man eigentlich relativ schön, wie als Folge von Maßnahmen, die getroffen wurden, um eben diese externen Kosten zu internalisieren, eben der Preis angestiegen ist, die Menge zurückgegangen ist. Soweit so gut. Das ist eigentlich
man sieht, das Modell funktioniert, was man in Theorie sich verspricht, funktioniert auch in der Praxis. Die Lösung für das Problem externer Kosten im Agri-Food-Bereich liegt also auf der Hand, würde man meinen. Leider ist es deutlich komplizierter, wie auch schon Martin angetönt hat. Es ist deutlich komplizierter, wenn es eben nicht um Zigaretten geht, sondern um Nahrungsmittel. Unser globale Agri-Food-System ist insofern ein sehr komplexes System, weil es eben verschiedenen Zielen dienen muss. Wir haben schon einige davon auch schon gehört. Diese Ziele haben teilweise Synergien zwischeneinander, haben teilweise aber auch klare Zielkonflikte zwischen den beiden. Und das macht es eben relativ schwer, die richtigen Maßnahmen zu treffen, um eben diese externen Kosten zu internalisieren und grundsätzlich das zukünftige Agri-Food-System zu prägen. Ein Beispiel hier, Schonung natürlicher Ressourcen, ist zweifellos eines der zentralen Punkte, wenn es darum geht, das Agri-Food-System von morgen zu definieren. Dieses Ziel steht aber ganz klar auch in einem Zielkonflikt mit anderen Zielen, beispielsweise mit dem Ziel, eben einer wachsenden globalen Bevölkerung Zugang zu bezahlbarer Nahrung anzubieten, um hier ein Beispiel zu nehmen. Wir haben von Alessa gelernt, dass es zweifellos große Vorteile mit sich bringen würde für die Schonung natürlicher Ressourcen, wenn wir sofort auf tierische Proteine verzichten würden. Wenn wir uns aber gleichzeitig vor Augen halten, dass wir heute etwa 60% unserer Proteine von den Tieren nehmen und wir auch davon ausgehen, dass wir in den nächsten 30 Jahren etwa 80% mehr Proteine produzieren werden, getrieben durch eine wachsende Bevölkerung und durch den Wohlstandseffekt, dann sieht man diesen Zielkonflikt relativ schön. Wenn man auch das Ziel Food Waste Reduktion anschaut, eine Möglichkeit, durch Food Waste zu reduzieren, ist durch intelligente Verpackung und intelligente Portionierung. Auch hier ziemlich offensichtlich ein gewisser Zielkonflikt mit dem Ziel der Reduktion von Abfall. Oder beim Food Waste zu bleiben, prozessierte Nahrungsmittel haben normalerweise längere Haltedauern durch eben die Prozessierung. Gleichzeitig sind sie aber auch meistens reich an Zucker, Fett und sogenannte leere Kalorien und werden auch oft mit Gesundheitsproblemen verschiedener Art in Verbindung gebracht. Und als letztes Beispiel Landnutzung und Tierwohl. Ich glaube, es ist ziemlich klar, dass das ökologische Tierhaltung, Freilandhaltung einen positiven Einfluss auf das Wohlergehen der Tiere haben. Gleichzeitig helfen sie nicht, die Effizienz der Landnutzung eines Agrarsystems zu erhöhen, das heute bereits die Hälfte des bewohnbaren Landes mit sich besetzt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wenn wir über die Internalisierung externer Kosten sprechen, müssen wir Maßnahmen finden, die eben einhergehen mit einer deutlichen Erhöhung der Effizienz dieses Agri-Food-Systems. Es ist auch wichtig, dass wir eben genau diese Zielkonflikte uns der bewusst sind und auch auf diese eingehen. Und da wären wir eigentlich auch schon im Kern dessen, was wir unter Food Revolution verstehen. Also dieser Strukturwandel hin zu einem effizienteren und zu einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem. Und das stellt natürlich die Food-Industrie vor enorme Herausforderungen. Und gleichzeitig hat diese Industrie auch eine enorme Verantwortung natürlich in diesem Prozess. Wenn man sich diese Industrie anschaut, dann ist sie natürlich geprägt durch die großen multinationalen Unternehmen, die wiederum sitzen auf historisch gewachsenen großen Portfolios, die dominiert sind von Plastik, Zucker, Fleisch und anderen problematischen, externe Kosten generierenden Produkte. Und sie stehen wirklich vor dieser Herausforderung, sich mehr oder weniger, erfinden zu müssen. Und die Frage, die sich denn hier stellt, ist, was bedeutet das für uns als Investoren? Denn wie jede Revolution bringt auch die Food-Revolution nach unserer Überzeugung sehr viele Verlierer, aber eben sehr, sehr viele Gewinner mit sich. Und unser Fokus natürlich als Investoren ist eben auf die Unternehmen, die wir als Teil der Lösung Unternehmen bezeichnen. Also Unternehmen, die eben die Angebote anbieten, welche diese Ineffizienz entlang der Wertschöpfungskette der Agri-Food-Industrie bieten. Und wenn wir uns diese Agri-Food-Wertschöpfungskette nochmal anschauen, in ähnlicher Form, wie das Martin schon gezeigt hat,
angefangen mit dem vorgelagerten Upstream-Bereich. Da geht es natürlich vor allem darum, mit den knappen Ressourcen Land und Wasser effizienter umzugehen. Eine Möglichkeit natürlich, oder man kommt da nicht drum herum, wenn man mit weniger Ressourcen mehr produzieren möchte, wird man nicht drum herum kommen, das auch über intelligente Technologien zu nutzen, seien es intelligente Bewässerungsanlagen, wie das Unternehmen Lindsay anbietet, sei es aber auch durch Vertical Farming Lösungen oder sei es durch Systeme, welche vor allem im Bereich der Precision Farming Lösungen anbieten. Da haben wir ein interessantes Unternehmen mit Raven, beziehungsweise wir haben es leider nicht mehr im Portfolio, weil das Unternehmen gerade übernommen wurde. Wenn wir weitergehen in der Wertschöpfungskette geht es natürlich darum, auch mit der vorhandenen Biomasse effizienter umzugehen. Wir haben von Alessa gehört, dass gerade tierische Proteine ein großes Problem darstellen und so ziemlich die ineffizienteste Art darstellen, Proteine zu sich zu nehmen, was Ressourcennutzung angeht, was Wasserverbrauch angeht, was auch gesundheitliche Effekte angeht. Und wenn wir, wie vorhin schon angetönt, davon ausgehen, dass wir in den nächsten 30 Jahren 80% mehr Proteine produzieren möchten, werden wir nicht drum herum kommen, auch Alternativen zu entwickeln. Diese Alternativen können pflanzliche Natur sein, das ist sicher die Technologie oder dieser Markt, der am weitesten entwickelt ist. Das sind wir unter anderem in Unternehmen wie Beyond Meat, Berkeley Nutrascience oder auch der TwoChef investiert. Diese Alternativen können aber auch zum Beispiel durch Labor hergestelltes Fleisch von Labor hergestelltem Fleisch stammen. Da sind wir unter anderem in einem Unternehmen Agronomics investiert. Andere Alternativen wären zum Beispiel algenbasierte Proteine oder sogar Insektenproteine. Zu diesen Technologien haben wir aktuell keine Exposure, aber einige spannende Unternehmen in der Pipeline. Food Waste hatten wir schon angesprochen. Es ist klar, dass das Lösungen, um diese externen Kosten zu adressieren, einerseits auf der Verpackungsseite zu finden sind, auf der anderen Seite aber auch auf der Konservierungsseite. Und hier sprechen wir konkret von natürlichen Nahrungsmittelkonservierungen. Da sind wir unter anderem im holländischen Unternehmen Corbion investiert, das auf Basis von Milchsäure natürliche Konservierungsmittel entwickelt. Oder eben zum Beispiel Kerry, das eben kürzlich eines der Hauptkonkurrenten von Corbion übernommen hat. Oder eben, wenn wir auf der Verpackungsseite schauen, mit dem Schweizer Unternehmen SG CompiBlock mit seinen aseptischen Carter-Verpackungen, welche eben helfen, Food Waste, die externen Kosten durch Food Waste zu reduzieren. Und wenn wir schließlich näher zum Konsumenten gehen, in den Downstream-Bereich gehen, wir haben vorher schon das Thema Gesundheit gehört. Gesundheitsschädigende Lebensmittel sind eine wichtige Quelle von externen Kosten. Hier fokussieren wir uns vor allem auf Unternehmen, welche sogenannt sauberes Essen, also möglichst wenig prozessiertes Essen mit natürlichen Nahrungsmitteln zusetzen, produzieren. Da denke ich unter anderem an Unternehmen wie Else Nutrition oder auch zum Beispiel Hain Celestial. Und überall, wo natürlich Essen produziert wird, kommt am Ende der Wertschöpfungskette der Abfall und hier konkret der Plastikabfall. Wir sprechen, eines der größten Probleme ist tatsächlich der Abfall durch Einwegkunststoffe. Diese Einwegkunststoffe sind insofern ein Problem, weil sie über verschiedene Wege dann in den Meeren landen. Dort zwar zerfallen, aber sich nicht zersetzen und so große Schäden, große externe Kosten auch wieder generieren. Und da geht es vor allem darum, einerseits in Anbieter intelligenter Verpackungslösungen zu investieren, vor allem rezyklierbare Materialien, aber auch in Anbieter von intelligenten Recycling-Lösungen, unter anderem das norwegische Unternehmen Tomra oder aber auch Carbios. Wenn wir uns strukturelle Veränderungen anschauen, und das ist ein ganz klar struktureller Prozess, dann ist es wichtig zu sehen, dass strukturelle Entwicklungen normalerweise nicht linear verlaufen, sondern in Wellen verlaufen. Meistens ausgelöst durch sogenannte Katalysten, die eben ein neues Normal generieren, sogenannten Tipping Point auslösen.
Und das sieht man relativ schön, wenn man auch andere Industrien anschaut. Nehmen wir mal die E-Mobilität als Beispiel. Wir sehen hier auf der linken Seite das Backtesting, die grüne Linie, das Backtesting eines E-Mobility-Baskets und die rote Linie eigentlich den breiten Automobilindex, der S&P 500 Automobilmarkt. Was wir hier relativ schön sehen können, ist, dass sich diese beiden Linien eigentlich zwischen 2009 und 2015 mehr oder weniger parallel bewegt haben, erst danach angefangen haben zu divergieren, eben getrieben durch sogenannte Katalysten. Also zum Beispiel der Dieselskandal, ich meine, diese ganzen Treiber dieses Trends hin zu E-Mobility, das war ja nicht neu, aber es brauchte diesen Katalysten wie ein Dieselskandal, wie technologische Innovation, also deutlich effizientere Batterien oder aber auch regulatorische Katalysten, welche eben diesem strukturellen Wandel zusätzliche Dynamik gegeben haben und sich entsprechend auch, wenn wir jetzt auf der Anlegerseite, von der Anlegerseite das anschauen, natürlich entsprechend sich auch in der unterschiedlichen Performance niedergeschlagen haben. Und diese Impulsgeber sind für uns als Investoren von enormer Bedeutung. Wenn wir nämlich jetzt die Brücke schlagen zu Food-Industrie. Wir haben hier eine ähnliche Übung gemacht. Wir haben hier die grüne Linie, das ist eigentlich unser Food Revolution Portfolio backtestet über die letzten 3 Jahre. Im Vergleich mit der roten Linie, das ist der breite Food-Markt, das ist der MSCI World Agri-Food Chain. Auch hier sehen wir, dass sich diese beiden Linien 2018, 2019 mehr oder weniger Hand in Hand bewegt haben. Und erst mit dem Auftauchen eben solcher Katalysten, in dem Fall waren diese Katalysten in sehr, sehr kurzer Zeit getrieben durch die Pandemie, getrieben durch Fleischskandale in den USA, in Deutschland, Tönnies, in Brasilien etc., die nicht nur die Wahrnehmung der Fleischproduktion verändert hat, sondern auch zu enormen Verschiebungen in den Preisen geführt hat. Dann auch wieder ein regulatorischer Katalyst, der EU Green Deal bzw. die Farm-to-Fork-Strategie und nicht vergessen die Pandemie selber, welche uns allen nochmal schmerzhaft vor Augen geführt hat, eben wie nahe unser Food-System und unser Gesundheitssystem zusammenhängen. Und für uns ist das extrem wichtig, diese Katalysten spielen eine extrem wichtige Rolle und wir gehen eigentlich davon aus, dass diese Food-Revolution wirklich noch am Anfang steht und wir wirklich eine strukturelle Entwicklung sehen werden, ähnlich wie wir sie in anderen Industrien gesehen haben. Und um den Kreis hier zu schließen, ich glaube, in diesem Prozess hin zu einer nachhaltigeren Nahrungsmittelindustrie wird eben dieses True Cost of Food Konzept ein absolutes Schlüsselkonzept sein. Und damit möchte ich meinen Teil abschließen und zurück zu dir geben, Dario. Danke, Ellert. Eine Frage, die sich natürlich aufdrängt, wenn ich jetzt diese Unternehmen anschaue, das sind kleine, agile Unternehmen. Die Food-Industrie, die steht in der Verantwortung. Aber die großen Konzerne, es ist ja unbestritten so, dass wenn zum Beispiel Nestle beschließt, den CO2-Ausstoß zu vermindern auf der ganzen Lieferkette, dann sind das riesige Impacts, das hat große Ausstrahlung auf die gesamte Branche. Warum sind diese Titel weniger interessant? Ja, hast du absolut recht. Ich glaube, wenn man sich die Rolle der großen Food-Unternehmen anschaut, die haben eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil die sind eigentlich, das sind die schlussendlich diesen Lösungsansätzen zu Skaleneffekten und zu Größe führen. Sie haben die Distributionsstärke, sie haben die Möglichkeit, diese Lösungen auch kosteneffizient zu produzieren. Insofern haben sie eine extrem wichtige Rolle in diesem Prozess. Nur gibt es zwei Betrachtungsweisen. Es gibt die Betrachtungsweise, ja, die haben eine absolut große Verantwortung und eine wichtige Rolle in diesem Prozess. Und die andere ist die Investitionsseite. Wenn ich in diesen Prozess investieren möchte, wenn ich mein Kapital dort investieren möchte, wo es eben in diese nachhaltigen Themen reingeht, in diese Themen, die eben externe Kosten reduzieren, muss ich nicht die großen Food-Unternehmen kaufen. Um da auf ein Beispiel zu geben, Nestle generiert heute ungefähr 0,2% ihres Umsatzes mit pflanzenbasierten Produkten, macht aber gleichzeitig enorme Anstrengungen, diesen Bereich weiter zu entwickeln. Und das zeigt genau dieses Dilemma. Nestle wird eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen in diesem Prozess und jetzt gerade mit dem Net Zero Commitment, das sie ausgegeben haben, sind sie da auch in der Verantwortung, da entsprechend zu handeln. Aber gleichzeitig als Investor
möchte ich eben genau nicht in diese Old-Food-Unternehmen investieren, die eben vor dieser großen Herausforderung stehen und natürlich bis zu einem gewissen Grad ihr angestammtes Geschäft kannibalisieren werden. Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr sehe ich, die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Ich möchte aber trotzdem jetzt das Podium öffnen. Ich erinnere Sie daran, Sie können in der Chat-Funktion Fragen stellen, Verständnisfragen, Kritiken, Anregungen anbringen. Legen wir vielleicht los. Was für mich ein bisschen ein wichtiger Punkt ist, ist so die Nutzungskonflikte. Auf der einen Seite haben wir das Problem, vielleicht die Frage an dich, Alessa, oder an Martin, Fleisch soll teurer werden, Gemüse billiger. Da besteht natürlich die Gefahr, dass man gewisse Kreise ausschließt. Also die Coiffeuse, die einen Mindestlohn hat, kann sich dann weniger Fleisch leisten als der Banker. Ist das gerecht oder entsteht da eben auch eine Zweiklassengesellschaft? Ich kann sonst gleich da mal antworten. Das ist natürlich überhaupt nicht das Ziel. Da müsste man dann halt schon schauen, wie kann man das vermeiden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und es sollte nicht so sein, dass dann gewisse Teile der Bevölkerung sich nicht mehr genügend leisten können. Es kann jedoch sein, dass innerhalb des durchschnittlichen Warenkorbs, dass es zum Beispiel eine Preisumverteilung gibt und dass man da also dann eigentlich nicht mehr ausgeben muss. Außer man will natürlich jeden Tag Fleisch essen. Und das ist halt dann schon etwas, was eigentlich nicht mehr geht. Aber das geht, das ja. Also was eine Möglichkeit ist, welche wir ja in der öffentlichen Diskussion gehabt haben mit den Lenkungsabgaben für Flugzeugreisen, ist, dass ein Teil des Geldes zurück an die Bevölkerung ausgeschüttet wird. Also es gibt Möglichkeiten da zu schauen, dass die Mehrheit der Bevölkerung sogar besser dasteht nach der Lenkungsabgabe, aber dass trotzdem diese Wirkung erzielt wird. Und dann eben gibt es wahrscheinlich eine Umverteilung der Preise innerhalb des Warenkorbes, aber eigentlich müsste das Fleisch so teuer sein, dass er dazu motiviert ist, weniger zu konsumieren. Also es gibt sogar Szenarien, in denen man sich sagt, okay, wenn man viel verdient, dann muss man halt auch dementsprechend viel mehr zahlen für das Fleisch. Also es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten und genau darum muss man zuerst mal verstehen, wie viel kostet das alles und was machen wir damit, damit man diese solide Entscheidungsgrundlage hat und dann verschiedene Möglichkeiten kann nutzen, um in die Richtung dieses Systems zu gehen. Martin, Ergänzung? Ja, vielleicht ganz kurz, eben Alice hat in ihrem Input auch schon gesagt, es geht ja nicht darum, dass wir, wenn wir Schuhkosten, dass wir jetzt auf einmal Kosten erfinden, die nicht da waren. Die sind da, die Gesellschaft trägt die oder die Umwelt zahlt die einfach mal. Und wir leben da quasi auf einem Kredit der Umwelt und ihrer Leistungen. Also ich glaube, das ist der eine Punkt. Und das zweite ist, dass wir True Cost of Food nicht zu abgekürzt verstehen müssen, dass wir sagen, okay, es wird jetzt einfach alles teurer und der Konsument muss dann mal schauen, sondern dass wir es als Konzept verstehen, um von Anfang an Indikatoren und ein Benchmarking bzw. ein Monitoring-Tool an der Hand zu haben, um Politikmaßnahmen zu messen, um unser individuelles Verhalten zu messen, aber auch sehr stark, um zu messen, wie können wir die Kosten reduzieren der einzelnen Produkte. Und wenn wir dann zu schnell in die Diskussion gehen, ja, das ist ein Konzept, das schon per se gewisse Bevölkerungsschichten ausschließt, dann machen wir eine aus meiner Sicht etwas ungerechte Verkürzung der Diskussion. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da nicht ein Tool machen, das am Schluss die sich es leisten können, eine vernünftige Ernährung haben, sondern dass wir es ein Tool machen, um zu verstehen, was brauchen wir, in welcher Form und was sind die Auswirkungen davon auf Gesellschaft und Umwelt. Da müsste der Fokus im Moment liegen. Das eine ist natürlich jetzt eben die Berechnung. Auf der anderen Seite gibt es ja auch
die Frage, wo baut man was an? Und wenn wir jetzt das Beispiel Schweiz nehmen, da sind viele Landschaften alpin, voralpin, du Martin hast es gesagt. Wie erkläre ich jetzt der Bauernfamilie, du sollst Kartoffeln anbauen auf der Bergalp oder nur noch in den Bergen Fleisch anbauen, wenn es weniger Fleisch braucht? Wie soll das funktionieren? Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber ich meine, es gibt überall quasi komparative Vorteile und das ist jetzt nicht nur auf die Produktionskosten bezogen, sondern auch wieder aus einer gesamtheitlichen Perspektive, wenn wir die agroklimatischen Bedingungen einschließen. Und Grasland in Hanglagen ist nicht für Ackerbau geeignet. In diesem Sinn macht es Sinn, Tiere zu haben, die Grasland in etwas für uns Konsumierbares verwerten können. Und in diesem Sinn macht es dann auch Sinn zu sagen, okay, wir haben dann eine gewisse Anzahl Kühe. Ob wir diese dann noch zusätzlich mit Kraftfutter füttern, weil wir sie möglichst viel leisten lassen wollen, das ist dann eine andere Frage und da sehe ich dann eher, nein, das macht keinen Sinn, weil das dann zusätzlich einen Abdruck, ökologischen Abdruck in anderen Regionen hinterlässt. In diesem Sinn führt das dann in einer längeren Konsequenz, wenn wir es konsequent durchdenken, führt das zu einem Angebotsrückgang. Ja, das ist so. Aber dieser Angebotsrückgang bzw. dieses Produkt hat dann vermutlich in der Balance zwischen positiven und negativen Externalitäten eine viel bessere Performance, wenn wir es mal so nennen wollen. Und Kartoffeln im Berggebiet, da gibt es ja auch Beispiele, in denen wir weniger die High-Yielding Varieties anwenden, sondern traditionell verwendete Sorten im Berggebiet anbauen und das hat einen Nischencharakter, das kann durchaus Sinn machen, in Talsohlen auch dort Kartoffeln anzubauen, aber das ist dann ein anderes Produkt, das ist dann nicht ein Industrieprodukt vergleichbar mit Kartoffeln, die maschinell angebaut sind. Also wir müssen etwas vorsichtig sein vor so allzu generalisierten plakativen, ich möchte dich jetzt nicht angreifen, aber einfach, es ist einfach etwas kompliziert. Und das ist auch eine blöde Begründung, wenn man so eine Frage beendet. Ja, aber Elad hat es gut aufgezeigt. Ich glaube, wir können nicht alles über einen Kamm scheren. Und wir müssen ganz, ganz spezifisch auch wieder diese lokalen Gegebenheiten einbeziehen, wenn wir diese Kosten dann auch messen wollen. Weil die sind nicht überall gleich. Und dann gibt es wieder komparative Vorteile. Ich möchte noch eine Frage aus dem Publikum aufgreifen, die geht an dich, Elad. Diese innovativen Unternehmen, die du da auch vorgestellt hast, sind die nicht grundsätzlich immer in Gefahr, dass die von großen multinationalen Konzernen aufgekauft werden und die Arbeit dann quasi in dem Sinne auch umsonst ist? Ja, das ist eine absolut berechtigte Frage. Ich meine, auch da kann man, glaube ich, von anderen Industrien sehr viel lernen. Wenn man sich zum Beispiel die Biotechnologieindustrie anschaut, die hat sich auch, ich meine, es ist wirklich sowieso spannend, die gleichen Diskussionen, die wir heute im Food-Bereich führen, die haben wir vor 15 Jahren eigentlich im Biotech-Bereich geführt. Und auch da hat man relativ schön gesehen, wie angefangen mit einer kleinen Biotech-Industrie, die durch Venture Capital finanziert wurde, wir dann in eine Phase gekommen sind, in der dieses Thema investierbar wurde, erwachsen wurde bis zu einem gewissen Grad. Und dann kam tatsächlich diese Phase, diese M&A-Phase, als die ganzen großen Pharmaunternehmen angefangen haben, die ihre Pipelines zu füllen, indem sie eben Biotech-Unternehmen übernommen haben. Und wir werden, nach meiner Überzeugung, werden wir eine sehr, sehr ähnliche Entwicklung auch im Food-Bereich sehen. Wir sehen sie auch schon in Ansätzen. Ich habe es vorher erwähnt, wir haben auch schon ein Portfoliounternehmen, das vorletzte Woche ein Übernahmeangebot eines großen Old-Food-Unternehmens erhalten hat. Als Investoren sehen wir das natürlich immer mit einem weinenden und lachenden Auge, lachend, weil es natürlich kurzfristig
natürlich der Performance hilft, weil natürlich das natürlich Unternehmen sind, die man sehr, sehr gerne weiterhin im Portfolio hätte. Und vielleicht zu deinem letzten Satz, ob die Arbeit dann nicht umsonst ist. Ich glaube nicht, dass die Arbeit dann umsonst ist, weil ich meine, diese großen Unternehmen, die kaufen ja diese agilen Disruptoren ja in der Hoffnung eben, dass sie sich selber weiterentwickeln können. Ich glaube, die große Herausforderung, die für die großen Food-Unternehmen besteht, ist die, wenn ich so ein Unternehmen aufkaufe, wie kann ich sicherstellen, dass ich ja zum einen von der Innovation profitiere, aber gleichzeitig die unternehmerische Kultur nicht zerstöre. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum wir die ganz große M&A-Welle in meinen Augen erst dann sehen werden, wenn sich auch gewisse Standards entwickelt haben, wenn sich vielleicht gewisse Wachstumsraten auch ein bisschen normalisiert haben. Im Moment explodieren die ja durch die Decke. Also ich glaube, wir werden das definitiv sehen, zweifellos. Das ist auch nichts Schlimmes. Das ist der normale Wandel. Aber ich glaube, da werden wir in den kommenden Jahren noch sehr, sehr viel sehen. Vielleicht an alle drei. Es ist so, der Fußabdruck der Lebensmittelproduktion muss kleiner werden. Wir haben auf der einen Seite Bio, aber da ist der Ertrag pro Fläche zu klein. Martin, du hast Vertical Farming erwähnt. Eine Frage, die sich natürlich stellt und wo auch zum Beispiel der Bund forscht, ist die zweite Generation von Gentech. Bringt allenfalls Gentech mit CRISPR, also wo man pflanzeneigene Gene implantiert und quasi die Prozesse verschnellert, ist das eine Lösung, ein Investitionspotenzial oder ist das der falsche Weg? Die Frage ging an mich oder an Martin? Es dürfen alle, ich denke, die Investitionsfrage, ob das für einen Investor, für dich ein Thema ist, kann natürlich an dich gehen. Die Frage ist, ob das dem ökologischen Ansinnen der ETH oder der Forschung entspricht, der True-Cost-Bewegung, ob das ein Ansatz ist, geht dann natürlich an die beiden Forschenden. Gut, vielleicht, ich meine, aus Investitionssicht, selbstverständlich, ich glaube, alles, was grundsätzlich hilft, die Effizienz zu erhöhen, ist etwas, was aus Investitionssicht spannend sein kann. Aber schlussendlich gibt es da, glaube ich, neben der Investitionsperspektive auch eine gesellschaftliche Entscheidung. Und die geht von anderen Argumenten aus. Ich meine, man hat das ja nicht nur in der Gentechnik, man hat es auch bei anderen Technologien, die wir angesprochen haben, sei es Laborfleisch, sei es Insektenproteine etc., die je nachdem, in welcher Region man auf der Welt ist und mit welchem kulturellen Hintergrund man an diese Problematik angeht, man vielleicht zu unterschiedlichen gesellschaftlichen Antworten kommt. Insofern ist das für mich eigentlich weniger eine Investitionsfrage, sondern es ist schlussendlich eine gesellschaftliche Entscheidung, die wir als Gesellschaft treffen müssen. Alessandro, Martin? Ich würde in die ähnliche Richtung gehen. Es gibt ja Ansätze, die vielversprechend sind auf Forschungsebene, neue Verfahren in der Züchtung, die helfen, die Züchtung auch zu beschleunigen, genauer zu machen. Das ist relativ klar auf der wissenschaftlichen Seite, aber es ist effektiv die Frage, was wollen wir als Gesellschaft? Wie ist diese Nutzen-Kosten-Rechnung auch? Und ich denke, diese Diskussion wird uns begleiten. Ich wünschte mir eine etwas entspanntere, weniger dogmatische Diskussion in diesem Bereich, weil es einfach wirklich darum geht, wo können wir verschiedene Ansätze kombinieren? Es gibt keinen einzelnen Ansatz, der am Schluss die Silver oder Golden Bullet ist. Wir müssen vernünftig natürliche Prozesse mit Technologien und Managementverfahren vernünftig kombinieren. Und das zu tun, das braucht ein wohlwollende Diskussionsgrundlage, glaube ich so. Und das ist jetzt im Moment eher das Thema, glaube ich. Alles absolut. Alles. Da kann ich nur Martin recht geben. Es ist wirklich so, dass dieses Verständnis über the true cost of food, das soll die Basis sein für ganz viele verschiedene Ansätze. Es gibt nicht etwas, was uns irgendwie retten kann. Wir brauchen Standort angepasst, Länder angepasst, ganz viele verschiedene Dinge, die dort Sinn machen, jeweils. Dafür müssen wir zuerst mal die Basis verstehen. Und Gentech selber aus True Cost of Food Sicht
ist es natürlich attraktiv, wenn man eine Pflanze haben kann, die irgendwie weniger Wasser braucht oder weniger Pestizide und Düngemittel. Das ist natürlich sehr spannend und man kann auch gewisse Züge wieder einbauen, die wir im Laufe der grünen Revolution verloren haben bei gewissen Pflanzen. Also durchaus sehr interessant. Aber nicht die einzige Lösung, sondern einfach ein Puzzle des Ganzen auf dem Weg zu einem nachhaltigen Ernährungssystem. Zum Schluss bitte ich euch um eine ganz kurze Einschätzung, denn die Zeit ist weit fortgeschritten. Die Pandemie hat unser Essverhalten beeinflusst. Schauen wir in die Zukunft. Bleibt da nachhaltig etwas davon übrig in unserem Verhalten, in unserem Einkaufverhalten? Oder ist das so wie beim Reisen und Fliegen? Sobald man wieder kann, ist wieder alles möglich. Vielleicht Ladies first, Alessa. Ich hoffe es sehr. Ich habe schon das Gefühl, dass die Diskussion viel stärker in die Richtung geht, wobei das natürlich auch meine Bubble sein kann. Aber ja, ich hoffe es und ich glaube, wir müssen. Wir haben keine Wahl. Martin? Ich schließe mir dieser Hoffnung an. Es ist halt immer die Frage, was ist die Reaktion auf diese Pandemie? Und ich glaube, es gibt sehr viel mehr Risikofragen, die uns beschäftigen werden. Aber ich hoffe auch, dass wir als Konsumentinnen merken, dass wir ein Teil des Rads, ein Rädchen in der Maschine sind. So. Ella? Ich habe eigentlich keine Zweifel, dass eben diese Katalysten, die wir gesehen haben in den letzten 12 bis 18 Monaten, dass die eben diesen Tipping Point bis zum gewissen Grad mit sich gebracht haben. Natürlich werden das Wellen sein, aber bis zum gewissen Grad sind solche Entwicklungen ja dann auch so self-filling. Das heißt, da die Wahrnehmung wird geschärft, der Druck auf die Firmen wird größer. Das wiederum bringt neue Kapazitäten, macht diese Produkte auch kompetitiver. Ich meine, wenn wir alternative Proteine anschauen, ist es schön und gut, dass wir tolle Produkte haben, die aber dreimal so teuer sind wie herkömmliches Fleisch. Dadurch wird es immer ein Luxusprodukt für gut betuchte Weltverbesserer bleibt und da müssen wir hin, dass diese Produkte kompetitiver werden. Und deshalb glaube ich, dass diese Katalysten wirklich einen gewissen selbsterfüllenden Effekt haben und deshalb auch nachhaltig bleiben werden, denke ich. Es gäbe noch viele Fragen. Vielleicht an dich, Elad, die Frage, wohin können sich Interessierte für nicht beantwortete Fragen oder weitere Auskünfte zu Investments wenden? Genau, also wie Sie Die Zuschauer, Zuhörer vielmehr können sich sehr gerne bei uns melden. Meine Kontaktdaten sind hier eingeblendet. Wir stellen auch gerne den Kontakt auch zu Martin und Alessa her, falls Fragen in die Richtung kommen. Wir werden außerdem jetzt unseren Investorenbrief in den kommenden Tagen publizieren. Da wird es unter anderem eben auch um dieses Thema True Cost of Food gehen. Also einige der Punkte, die wir heute diskutiert haben, werden wir auch da nochmal aufgreifen und dazu natürlich noch mehr ins Detail gehen, wie wir das auf der Investorenseite entsprechend umsetzen. Wunderbar, damit bleibt mir zu danken. Ich danke Alessa Perotti, Dr. Martin Soderfeld und Elad Ben-Am für die Ausführungen. Und ich danke Ihnen an Ihren Bildschirmen fürs Mitdenken, teilweise mitreden und dabei bleiben. Ich hoffe, die vergangene Stunde hat Sie etwas angeregt, Lebensmittel, Ihre Preise vielleicht neu zu denken. Vielleicht merken Sie, wenn Sie das nächste Mal im Laden stehen, dass es sogar etwas ausgelöst hat. Damit schließe ich gern dieses Webinar. Ich danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke euch allen.